So klingt Schwabing. Wolfi Schlick und seine Express Brass Band lassen den Münchner Stadtteil als einstige Brutstätte des europäischen Jazz wieder ordentlich aufleben. Und das 25-köpfige Kollektiv versendet seine Signale seit nunmehr 18 Jahren in der gesamten Welt. Deshalb geht ein Schwabinger Kunstpreis 2017 an Wolfi Schlick aus der Eimüllerstraße und seiner Express Brass Band. Letztes Jahr waren wir in Rio und haben da auf so einem Straßenfest gespielt. Auch die Idee, dass es auf der ganzen Welt eigentlich so Kapellen gibt, überall so Bands wie uns, und dass es aber auch dann so ein Netz gibt. Rom, Marseille, Rio, New York, was weiß ich. Und überall gibt es so Bands und die treffen sich dann auch wieder. Dann trifft man sich in Frankreich, dann, ja. Auch die Autorin Gunnar Wendt ist ab sofort Trägerin des Schwabinger Kunstpreises. Ob Franziska zu Reventloh, Liesel Karlstadt oder Lena Christ, in Gunnar Wendts romanhaft anmutenden Biografien ersteht die Schwabinger Bohème wieder auf. Das ist ein besonders schöner Preis, finde ich irgendwie. Und ich habe mich natürlich auch mit Schwabing auseinandergesetzt. Es ist ein Preis, der inhaltlich auch gut passt. Und darüber freut man natürlich sich ganz besonders. Die Schwabinger Kunstpreise sind mit je 5.000 Euro dotiert und werden bereits seit 1975 von der Stadtsparkasse München gefördert. Die Stadtsparkasse als die Bank der Münchner fördert schon immer das Wohl der Münchner und Münchnerinnen. Deshalb fördern wir genau Projekte, kleine und große Projekte aus den Themenbereichen Sport, Bildung, Kunst, Kultur und Soziales. Das ist in unseren Augen, also die bunte Mischung ist in unseren Augen auch deshalb eines der Gründe, warum das München als eine der lebenswertesten Städte in ganz Europa gilt. Deswegen freut es uns natürlich umso mehr, dass wir den Schwabinger Kunstpreis weiterhin sponsern können, weil es einfach eine Institution ist und Schwabing eben für Münchner Kunst und Kultur steht. Den dritten Schwabinger Kunstpreis bekam der Schauspieler Thorsten Krohn. Er überzeugte die Jury durch seine außerordentliche und kontinuierliche Arbeit in der Münchner Schauburg. Was spiele ich? Alles, was mir angetragen wird, das spiele ich. In der Schauburg, wofür das jetzt hauptsächlich hier ist in Schwabing, spielen wir ganz viele Rollen, zum Teil in einem Stück, muss gewechselt werden. Langsam bin ich älter geworden, deswegen werden meine Rollen auch mehr manchmal im väterlichen Bereich oder in der alte Nörgler oder sowas. Gibt's alles. Seit 1961 ehrt diese Auszeichnung jährlich Persönlichkeiten oder Institutionen, die in besonderer Weise kulturelle oder künstlerische Leistungen in Beziehung zu Schwabing erbracht haben.